Wir sind jung, wir dürfen das. Ihr habt uns eure Fragen gesendet, wir beantworten diese. Wie zum Beispiel, warum haben Siri, Alexa und so weiter immer weibliche Stimmen? Hersteller von Sprachassistenzsystemen argumentieren, dass der Frequenzbereich von Frauenstimmen besser verständlich wäre und dass ihre Marktanalysen ergeben, dass weibliche Stimmen als angenehmer, freundlicher, sozialer wahrgenommen werden. Man muss aber fragen, woher diese Wahrnehmung kommt, und da kritisieren ForscherInnen zunehmend, dass veraltete Geschlechterstereotype fortgeschrieben werden. Quasi die hilfsbereite Frau als Assistentin, die stets auf Zuruf bereit steht, das ist natürlich ein Bild, von dem wir uns eigentlich längst verabschieden wollten, das hier aber vielleicht unbewusst in der Technologie wieder gezeichnet wird. Um einer Zementierung von solchen Stereotypen in der künstlichen Intelligenz entgegenzuwirken, wäre es eine Möglichkeit, Maschinen einfach Maschinen sein zu lassen, Geschlechter gar nicht vorkommen zu lassen. Jedenfalls wäre es aber wichtig, dass schon die Teams, die solche Technologien, solche Gadgets entwickeln, diverser werden und schon im Entwicklungsprozess die Perspektiven von allen Geschlechtern einfließen können.